sieht man so gar nicht. Auf Anhieb mag es sich einfach nur um Zierwerk handeln und um Dinge, die nicht mehr zu uns sprechen. Aber die Dinge sprechen zu uns, wenn wir mal einfach ein paar Hinweise nehmen. Bezold, ein für Rothenburger mythischer Name. Ein Name, der eng verbunden ist mit der Meistertrunk-Zeit, als Tilly 1631 mit seinen Truppen hier Rothenburg belagerte. Und ein Bürgermeister, ein Altbürgermeister namens Nusch, die 3,25 Liter Wein leerte auf einen Zug. Bezold, ein Ahnherr dessen, der hier bezeichnet ist, war dort zugegen. Aber das hier geht zurück auf 1675. Es ist immer noch die Zeit des 30-jährigen Krieges in den Nachwehen, der 48 zu Ende ging. Aber wir sehen, es ist die Wohlstandszierde zurückgekehrt. Wir sehen das an den Kapitellen, an den feinen, geschwungenen, verzierten Säulen. Und es ist eine Freude, so ein Haus hier in Rothenburg zu haben. Wenn Sie in Rothenburg sind, da haben Sie auf Schritt und Tritt Geschichte. Sie gehen über Pflaster, was historisch ist, wo schon früher die Karawanen herzogen. Aber hier haben Sie als Entree, als Gast eine Stube, wo Sie wirklich durch die Zeiten gehen. Und es ist nicht nur die Historie. Hinter der Stube erwarten Sie wirklich eine moderne Küche, die fränkische Spezialitäten mit fränkischem Wein genussvoll vereint. Also Tradition und Moderne in einem. Sie sind herzlich eingeladen, auch diese Tür zu öffnen und hereinzutreten, so wie ich es jetzt tue. Ich freue mich auf Sie. Sie wollen kein Video mehr verpassen? Abonnieren Sie jetzt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Weitere Infos zu unseren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.gempel.de.